aber nun wird es nochmal ganz, ganz interessant. Ich freue mich ganz herzlich begrüßen zu dürfen den Mann, den mittlerweile hier viele auch supporten, unterstützen und es großartig finden, was er in den letzten Tagen schon auf den Weg gebracht hat. Herzlich willkommen in unserem ersten Bürger der Stadt. Herzlich willkommen, Oberbürgermeister Sören Link. Natürlich begleitet von unserem Manni, unserem großen Maskottchen, Herr Oberbürgermeister. Das zweite Duisburger Füchse-Stadtfest war klar, dass es sowas geben wird, nachdem wir im letzten Jahr ja schon einen sehr, sehr schönen Erfolg hatten. Aber erstmal herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind. Sören Link! So, wenn wir davon reden, dass das zweite Duisburger Füchse-Stadtfest, lässt das ja schon fast vermuten, aber ich will gar nicht zu weit unten und vorausschauen, dass es vielleicht mehr geben wird. Aber ich denke mal, alles in allem ist das erstmal ein schöner Abend. Ja, lieber Bühler, liebe Duisburgerinnen und Duisburger, das ist ein schöner Anlass, das ist ein toller Anlass. Und das zweite Duisburger Stadtfest, das zweite Füchse-Stadtfest, ist wirklich ein Grund, stolz zu sein, stolz auf viele Menschen, die sich hier Gedanken gemacht haben, wie eine Tradition, nämlich das Stadtfest Duisburg weiterleben kann, die sich eingebracht haben, die eben nicht nur gesagt haben, es müsste mal oder man müsste mal, sondern die gesagt haben, wir machen das jetzt. Dafür bin ich ausgesprochen dankbar. Deswegen habe ich auch gerne gesagt, da wo die Stadt Duisburg, da wo ich als Oberbürgermeister unterstützen kann, dann tue ich das, dann bin ich auch gerne Schirmherr-Veranstaltung. Aber ich weiß auch, dass die Stadt sowas alleine nicht hinkriegt. Und deswegen bin ich ausgesprochen dankbar, dass starke Partner an unserer Seite stehen, die sowas Tolles hier ermöglichen. Die zwei große Bühnen hier ermöglichen, die an vier Tagen Stadtfest ermöglichen, für die Duisburgerinnen und Duisburger allen Grund zum Feiern geben. Das ist eine feine Sache, dafür ganz herzlichen Dank. Und ganz herzlichen Dank insbesondere, ja, da ist der erste Applaus schon mal fällig, ganz herzlichen Dank insbesondere an Ralf Pape und seine Ralf Pape Group, ganz herzlichen Dank an Frische Kontor, ganz herzlichen Dank an die Sponsoren, die Köpi, die Sparkasse, auch aus Brüggemann, ganz herzlichen Dank an Planet Hollywood, an alle, die es möglich gemacht haben, dass sowas hier überhaupt stattfindet. Wir haben gerade schon mal einen kleinen Ausschnitt aus dem Programm gehört. Es werden hier vier pickepacke volle Tage mit einem tollen Programm. Darauf bin ich stolz, dafür bin ich dankbar. Und jetzt wäre der richtige Applaus für all diese Menschen, für all diese Institutionen. Vielen Dank erstmal für die schönen Worte. Anerkennung natürlich auch. Ich glaube, du hast einen ganz, ganz wichtigen Aspekt angesprochen. Menschen, die was für diese Stadt tun. Wir haben in der Vergangenheit natürlich viel erlebt und haben unter Berücksichtigung vieler Sicherheitsauflagen eine fantastische Kooperation auch mit den städtischen Institutionen gehabt, mit den Ordnungsbehörden, hier mit der Polizei, mit Feuerwehr. Wir hoffen und gehen davon aus, dass wir alles Menschenmögliche dafür getan haben. Das ist ein tolles Fest für über vier Tage. Jetzt muss ich natürlich sagen, ich könnte dich nie von der Bühne lassen, ohne zwei wichtige Fragen zu stellen. Die erste wichtige Frage ist, welche Programme schaust du dir selber an? Heute Top Act, Doro, morgen Ray Wilson, Genesis Classic. Wir haben am Samstag ganz, ganz viele Programme natürlich, aber am Abend dann großes Opening mit Olaf Henning. Und am Sonntag, als wenn es nichts gewesen wäre, legen wir nochmal nach mit den Schürzenjägern. Vier Tage volles Programm. Werden wir denn den Oberbürgermeister auch persönlich hier antreffen? Ja, ich komme gerne. Ich komme gerne vor allem am Wochenende, weil ich dann auch privat hier sein kann. Und insofern verpasse ich wahrscheinlich heute Morgen richtig gute Highlights. Ich habe auch gerade den Bereich Comedy mir angeguckt. Da bin ich schon ein bisschen sauer, dass ich das zeitlich nicht hinkriege. Aber am Wochenende werde ich da sein und ich freue mich drauf. Und lass mir eine Sache noch, weil die ganz frisch und für mich auch besonders wichtig ist, nochmal unterstützen. Sicherheitskonzept, hast du gesagt. Wir haben in den letzten Tagen hier Besucher aus allen Herren Ländern zum Gast gehabt, die anlässlich der Love Parade-Tragödie hier in Duisburg waren. Da haben wir erfahren, was alles schiefgehen kann. Und deswegen ist mir dieser Aspekt Sicherheit unwahrscheinlich wichtig. Und wir müssen es eben schaffen, beides hinzubekommen. Eine sichere Veranstaltung durchzuführen und eine Veranstaltung, die den Leuten, die den Besuchern Spaß macht. Davon gehe ich aus, dass das hier gelungen ist. Dafür bin ich ausgesprochen dankbar. Es war ein sehr konstruktives Miteinander und auch dafür nochmal herzliches Lob. Ich weiß, dass das nicht einfach ist, aber da müssen wir gemeinsam durch. Also wenn wir das tun. Und der Dank geht mit Sicherheit hier stellvertretend für die Veranstaltergemeinschaft an den Peter Jöpper vom Frische Kontor und natürlich für die Sponsoren und für das ganze Organisatorische an den Ralf Pape hier von der Pape Holding. Aber Sören Link, stehst natürlich nicht ohne Grund neben unserem Mann in dem Maskottchen. Wenn wir sagen, Duisburger
Büchse Stadtfest, dann haben wir auch in diesem Jahr natürlich es uns nicht nehmen lassen, den Sören Lind mit der Nummer 1 zu versehen und ein original Füchse-Trikot zu präsentieren. Ich hoffe, dass du dir die Zeit nimmst und sie auch findest, dich einmal mindestens bei der Füchse-Nummer vorzustellen in der Hand. Ja, also ich glaube, der Mann ist wärmer als mir. Ich ziehe das jetzt auch gerne an. Und ich komme nicht einmal, ich komme mehrmals, weil Eishockey in Duisburg ist eine feine Sache, macht richtig Spaß, ist wirklich geil zu gucken. Und ich kann nur jedem empfehlen, da selber mal vorbeizuschauen, das macht einen halben Spaß. Dann kommt jetzt quasi die große Verhüllung des Oberbürgermeisters in ein Füchse-Trikot. In der Zwischenzeit wird jetzt das Fass hier nach vorne gebracht, denn wie es halt üblich ist bei so großen Festen und der Ralf Papp und ich, wir bringen uns schon in Sicherheit hier, weil wir wissen, dass der Oberbürgermeister ordentlich was im Arm hat. Ein herrliches, frisch gezapftes König Pilsener hier, unsere Brauerei, nicht nur am Ort, auch überregional, international. Jetzt gibt's Köpi vom Fass, frisch gezapft vom Oberbürgermeister selber. Und wer Lust hat auf ein frisch gezapftes Bierchen, kommt bitte nach vorne. Das kostet mal ein Fassler nichts. Alle unter 18 bekommen kein Bier. Damit das auch klar ist, weil gleich hier die Kids auch mit nach vorne stürmen. Ansonsten verteilen wir jetzt gerne ein bisschen Bier. Und wenn du hast, verteilt ja auch nicht. Können wir jetzt gleich mal gucken, wie das abläuft, das Fass. Als Hinsicht, das sollten dann, sind das 50 oder 100 Liter? Muss ich mal gucken. Das sind, ja. Wie viel ist das, 50 oder 100? Ja, tut mir leid, das sind 50 oder 50. Wir müssen alle sparen ein bisschen. Bin ich auch. Aber das sieht schon viel aus, ihr habt recht, das sieht aus wie 100. So, der Zapfhahn sitzt und passt. Der Hammer ist gesichert, davon hat er sich jetzt persönlich überzeugt. Peter Jopper bringt sich trotzdem hier in Sicherheit. Alles ist bereit. In der Kommen, Schatzer. Hört das mit dazu? Ja, der Mann hat eigentlich ordentlich was im Arm, oder? Zu viel. So. Und da wird's, wie heißt es, im Bayerischen würden wir jetzt sagen, Ortsoft dies, dies ist Suresoft, gell? Aber bei uns sagen wir, Bier läuft. Das ist natürlich viel Schaum, aber so sollte es erstmal sein. Das erste immer? Ich habe noch nicht fast angehoben, von daher weiß ich das natürlich nicht. Ich trinke nur Mineralwasser. So sieht ein frisch gezapftes erstes aus. Und jetzt wird nachgelegt. Wir können schon mal die ersten Bierchen dann verteilen. Hast du einen eigenen Becher mitgebracht? Ah ne, ist eine Kamera. Achso. Ja, ich habe gedacht, er ist direkt so ins Horn reingefüllt, aber ist eine Kamera. Okay. Passt aber ein halber rein. Dann können wir eine Schlange bilden hier. Genau. Georg Stahlschmidt, Jürgen Schmitz, alles tatkräftige Unterstützer hier der Aktion. Helfen direkt mit bei der Live-Verteilung. Detlef Hellner, Präsident des Eishockey-Vereins e.V. Duisburg. Bitte. Hier auf dem zweiten Duisburger Füchse-Stadtfest. Und 50 Liter, das sind schon ein paar Becher. Das sieht gut aus. Aber ich habe mir gerade erklären lassen, dass wir immer so bei den ersten Bierchen, die angezapft werden. Peter, dann nutze ich doch mal die Chance, hier trotzdem eine Frage zu stellen. Wir haben vorhin den Oberbürgermeister gehört, Sören Lind sagt, es war ein großer Aufwand, viel Arbeit auch, gerade aufgrund der Erfahrung der vergangenen Jahre. Sicherheit ist groß geschrieben. Bis jetzt hast du aber ein gutes Gefühl, ich glaube, es ist auch gut gelungen. Ja, Aufwand war natürlich schon relativ groß, aber trotzdem, wenn man jetzt heute mal den ganzen Bereich hier abschreitet, ist es voll aufgestellt, gefällt mir wunderbar. Wir haben ja den Vorteil, dass wir auch genug Laufflächen haben in Duisburg. Wir haben genug Flächen vor der Bühne, dass ganz viele Menschen hier das Programm gucken können. Die Sicherheit ist auf jeden Fall gewährleistet und ich bin ganz sicher, es wird ein tolles Stadtfest. So soll es sein. Das Wetter spielt auch mit, entgegen den ersten Ankündigungen. Wir wollen jetzt gar nicht unken. Aber für 16.30 Uhr bis 17 Uhr war das Unwetter angesagt. Das haben wir ganz gut überstanden mit kleinen Tröpfchen. Und jetzt hat der liebe Gott ein Einsehen mit uns. Und das soll auch die nächsten Tage hoffentlich so bleiben.
Prost! Ja, würde ich sagen, hoch die Tassen, genauso, Prost, Wohlsein, lasst auf euch schmecken. Auf Duisburg! Prost Duisburg, auf Duisburg, Geister. Sören, jetzt mal ganz ehrlich, du hast ja eh schon einen harten Job von morgens bis abends, jetzt noch hier die Zapferei, also und dann noch im Trikot. Das sind so alle Sachen, die hast du dir im Vorfeld, als du Oberbürgermeister werden wolltest, hast du dir das so überlegt? So schwer wird, habe ich nicht gedacht. Das hat mir den Weltmeister und kriegt ein einziges, das ist ein bisschen blöde. Und beim ersten Anstieg als Oberbürgermeister bei den Linker Kirmes ist der Hammer kaputt gegangen, heute ist der Hahn kaputt gegangen. Deswegen sieht das Bier auch so aus, wie es aussieht. Tut mir leid. Das braucht ihr nicht leid tun. Ich finde, da sieht man einfach, da ist richtig was dahinter. Der Mann hat es einfach drauf. Ja. Sören, ganz genau so. Prost, Sören Link, Prost, Duisburg!